Die Piste war gesperrt und ich bin trotzdem durchgefahren, weil sonst hätte ich den Bus nehmen müssen und das hätte vielleicht 10 Minuten extra gedauert. Gib zu, war keine große, intelligente Glanzleistung, da trotzdem durchzufahren. Der Film ist zusammengeschnitten, den ersten Teil habe ich ein paar Tage vorher aufgenommen. Als ich dann auf die Lawine gestoßen bin, musste ich erst die Kamera herausholen und in der Zwischenzeit sind dann noch deutlich größere Schneebrocken heruntergerutscht. Die Lawine ging direkt über den Zielweg rüber und diese Schneewächten, die man da so sieht, sind in etwa 2 Meter groß. Tschüss.